Max Verstappen sichert sich die schnellste Zeit am Trainingsfreitag in Monaco. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Ralf, neue Strecke, eine ganz andere Strecke eigentlich. Und trotzdem ist natürlich, was heißt natürlich, wieder Verstappen vorne. Auf der 1 vor Charles Leclerc. Eine halbe Zehntel hat dem Monegassen bei seinem Heimspiel gefehlt auf den Holländer. Ja, wie ist dein Eindruck nach dem Freitag gewesen? Ja, ein bisschen so, wie wir es gestern erwartet haben. Man hat der Red Bull so ein bisschen abgeschrieben für Monaco, aber sie sind halt überall da. Der Vorsprung war nicht groß, aber Max hat nach dem zweiten Training, nachdem er das Setup geändert hatte, kam er gut klar. Die beiden Ferrari waren gut, wobei Sainz natürlich eine rote Flagge kurzfristig ausgelöst hat, weil er, was in Monaco schnell passieren kann, halt ein bisschen übertrieben hatte, kurz vor Schluss des zweiten Trainings. Ja, und dann Alonso und McLaren, also war jetzt keine Überraschung. Ich sag mal, es war alles in der Norm. Ja, McLaren vielleicht noch eine leichte Überraschung. Gut, jetzt gestern schon auf dem Schirm. Platz 5 war es dann am Ende für Lando Norris, hat sich da auf jeden Fall zwischen die Top-Teams gemogelt. Ja, wie erklärst du dir da diesen Anformanstieg, nenne ich es jetzt einfach mal, von McLaren? Ja, man kennt die Stärken und die Schwächen des Autos. Die Stärken sind ganz klar, dass man Traktion hat, dass man auf engen Kursen, wo viel gebremst werden muss, viel beschleunigt werden muss, spontan eingelenkt werden muss in langsamen Kurven, dass man da ganz gut ist. Und das ist halt Monaco. Ob das jetzt morgen auch so ist, wird man sehen, aber im Prinzip war der Trend genauso, wie wir gedacht haben, ja. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/formel1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, Mercedes hat ja das große Update gebracht. Ja, also Toto Wolff hatte ein bisschen Galgenhumor. Er hat gesagt, man ist zumindest nicht langsamer als zuvor. Denkst du, dass Monaco jetzt einfach, wie gesagt, nicht die richtige Strecke ist, um sowas zu testen und man noch nicht genau weiß, wie die Performance mit dem neuen Mercedes ist? Oder gibt es so ein bisschen negative Stimmung? Nein, ich denke, Hamilton auf jeden Fall besser klar, allein deshalb, weil er halt sich in der Sitzposition wohler fühlt. Das war ja eines der Mankos, die er hatte. Und aber die Antwort finden wir in Barcelona, weil Monaco ist jetzt kein Test für ein neues Auto in dem Sinne. Ja, alle haben auch da deine Einschätzung. Ja, generell, wie hatten wir drei Fahrer heute in der Mauer. Einmal Nico Hülkenberg leider im ersten Training, unseren Deutschen, der zu früh eingelenkt hat in der Hafenschikane, ist dann mit dem Hinterrad gegen die Barriere geknallt. Und dann hatten wir Alexander Albon im ersten Training, der in der ersten Kurve übersteuern hatte. Und dann am Ende Carlos Sainz und wieder ein Ferrari in der Mauer. Ne? Das sehen wir wirklich häufig diese Saison. Ne? Ja, wobei, wie gesagt, das mit Sainz, das kann passieren, es soll nicht passieren, aber ansonsten war er ja top drauf, was die Zeit betrifft. Hat ihn und sein Team ein bisschen zurückgeworfen, aber im Prinzip sind die schon, schwimmen auf der richtigen Welle, sage ich mal. Und für Monaco sind drei Unfälle jetzt, ja, auch nicht überdurchschnittlich, eher wenig. Also ich finde, die Fahrer haben sich sehr diszipliniert verhalten und das, was in Monaco schnell passieren kann, ist halt passiert, aber nicht so häufig, wie man es hätte erwarten können. Wie siehst du am Ende jetzt dann das Kräfteverhältnis? Vielleicht schon erstmal morgen wird Red Bull vorne stehen, beziehungsweise Verstappen. Perez ja eine halbe Sekunde hinter Verstappen heute. Oh, das wird schwierig morgen. Die Teams können nochmal in Autos rumschrauben, nochmal ein bisschen feinjustieren. Ich glaube, die Pole wird zwischen Max,
den beiden Ferraris und Alonso wirklich gehen. Das wird man sehen. Und für Aston Martin wäre es halt gut, wenn sie noch ein bisschen weiter nach vorne kommen. Denn man weiß ja, in Monaco ist die Startposition die halbe Miete fürs Rennen. Das heißt, es ist schon ein Unterschied, ob du von Startplatz 4 oder 3 oder 2 losfährst. Also ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen, aber ansonsten sind das die drei oder die vier in dem Fall, drei Teams, vier Fahrer, die die Pole ausmachen werden. Alonso 2 Zehntel heute hinter der Spitze, die Ferrari auf 2 und 3 hatten wir schon anfangs erwähnt. Lando Norris auf der 5, Hamilton dann auf der 6, bester Mercedes. Russell auf der 12 hat sich ein bisschen schwerer getan. Lance Stroll auch nicht sehr nah dran an Alonso, ne? Eine halbe Sekunde hat ihm da gefehlt, ähnlich wie Perez auf Verstappen. Da macht Alonso den fahrerischen Unterschied, ne? Ja, ich denke, Alonso ist auch ein Beispiel dafür, dass man sagen kann, bei der ganzen Technik und den ganzen Computern und Zahlen, die die Formel 1 so ein bisschen ausmachen, ist Alonso das Beispiel, dass ein Fahrer schon einen Unterschied machen kann. Seit er bei Alpine weg ist, ist Alpine schlechter geworden. Seit er bei Aston Martin ist, hat Aston Martin nochmal einen Schritt gemacht. Er scheint sich total wohl zu fühlen. Und ich denke, das ist schon ein bisschen der Fahrerfaktor, den man da sieht. Ja, definitiv. Auch bei Verstappen. Letztes Jahr weiß ich auch noch, da war ja Perez schneller, aber da hat ja auch Verstappen sich zu Saisonbeginn noch gar nicht so wohl mit dem Auto gefühlt. Und jetzt, wenn sich ein Verstappen mit dem Auto wohlfühlt, dann sieht man auch, dass er auch auf einem Stadtkurs dann den Perez bügeln kann, oder? Ja, also von Perez war ich ein bisschen enttäuscht heute, weil Monaco gilt ja als eine der drei Strecken, wo er von vornherein auf dem Papier auf Augenhöhe mit Max sein sollte. Das hat er heute nicht geschafft. Aber wir haben ja gestern schon gesagt, Monaco, da hat Verstappen sowieso noch ein spezielles Hühnchen mit Perez zu rupfen. Und das hat er heute, die ersten Federn hat er heute schon ausgerissen. Mal gucken, was morgen ist. Also es würde mich wundern, wenn Perez dann auch einen Riesenschritt machen kann. Sagen wir mal so. Ja, abgeschlagen auf den letzten Plätzen war der Williams, Alexander Albon, sogar am Ende noch vor Logan Sargeant, obwohl der ja am Ende nur einen kleinen Stint fahren konnte. Gut, der ist dann auch ein paar schnelle Runden gefahren, bei einer besseren Strecke, aber trotzdem nur 9 Runden gefahren im zweiten Training aufgrund des Unfalls im ersten. Und besser als Sargeant, der ja so ein bisschen in der Kritik steht und so ein bisschen auch vielleicht die Chance oder die Tür öffnet für Mick Schumacher, ne? Wenn er weiter underperformen sollte. Das haben wir auch gestern gesagt, wenn Williams Sargeant einen Laufpass gibt, ist natürlich Mick Schumacher der, der ganz oben steht, ihn ersetzen zu können. Ob das so sein wird, weiß ich nicht. Es ist ein bisschen früh in der Saison. Das wird man sehen. Aber wie gesagt, wenn da was passiert, dann kann sich Mick Schumacher bei Williams Hoffnung machen. Ansonsten sehe ich da kein Team, wo er irgendwie unterkommen könnte im Moment. Toto Wolff hat ja heute jetzt bei Sky nach dem Training auch das erste Mal Williams in den Mund genommen, ne? Also jetzt nicht, dass es ein Kandidat, ein Posten für Mick Schumacher wäre, aber hat so ein bisschen so das, wenn was gehen sollte, vielleicht dann da. So hat er es ungefähr gesagt. Also ist ja auch schon ein Zeichen, wenn der Mercedes-Boss das sagt, ne? Ja, aber das ist ja kein Geheimnis, ob er das sagt oder nicht. Wir haben das ja dividiert, Entschuldigung, dass Williams halt eine Verbindung zu Mercedes hat, weil Mercedes die Motoren liefert. Es gibt den Teamchef von Williams, den James Vowles, der vorher der Chefstrategist bei Mercedes war. Das heißt, da gibt es eine persönliche Beziehung zwischen Toto Wolff und ihm und dass da ständig kommuniziert wird. Und vielleicht auch man aufeinander mal hört oder so ein Gefallen, ich sag mal, erfüllt wird, das ist ja völlig klar. Ob das so kommt, wird man sehen, weil Williams hat ja auch eigene Interessen. Mercedes steht ja jetzt nicht ganz oben in der Hitliste. Wir müssen die jetzt glücklich machen. Aber wenn, dann könnte da was gehen und deshalb wundert mich das nicht. Ja, dann sprechen wir nochmal über Nico Hülkenberg. Heute 15. gewesen, hat er diesen Unfall im ersten Training, war ein bisschen langsamer als Magnussen. Eine halbe Sekunde hat er gefehlt. Nicht eine halbe Sekunde, eine halbe Zehntel hat er gefehlt. Also nichts Bewegendes. 14. und 15. die beiden. 3 Zehntel fehlen da auf die Top 10. Könnte da eventuell mit ein paar Ausfällen und vielleicht noch, wenn man ein, zwei Zehntelchen findet, noch was gehen für Hülkenberg in Sachen Punkte bei seinem Heimrennen ja eigentlich auch ein bisschen, weil er aus Monaco Also zwei kommt, Dinge, Monaco. Haas bzw. Nico braucht Glück. Ich denke, der Weg geht wirklich nach unten, je länger die Saison dauert. Was den Haas betrifft, Monaco
ist eine Strecke, wo man außergewöhnliche Dinge machen kann. Das hat er heute nicht geschafft. Im Gegenteil, ich sehe ein bisschen entrennt, dass Magnussen, der schwierig anfing, langsam so das Übergewicht gegen Hülkenberg wieder bekommt. Und das hat er jetzt im ersten Training Monaco wieder bestätigt. Das war in Miami auch schon so. Also Hülkenberg muss es dagegen halten. Und den Eindruck, den er hinterlassen hat in der ersten Saison, in den ersten Saisonrennen, den muss er jetzt bestätigen. Ob das jetzt klappt, das weiß ich. Aber der Trend, also das Momentum, wie man so schön sagt, spricht gerade eher für Magnussen. Ja, vor allem hat er jetzt auch in den letzten zwei Rennen dann zwei kleinere Unfälle gehabt. Aber gut, ist auch nur ein Training gewesen und waren jetzt auch keine kostenspieligen. Ja, Ralf, dann danke für deine Einschätzung. Noch vielleicht ein Quali-Tipp für morgen, Top 3? Verstappen, Leclerc, Alonso. Okay, also da haben wir Aber auch deine Einschätzung. Sehr, wird sehr eng, an meinst du, drei ne? muss ich vorne sein, wie gesagt. Ich muss mich von den vier für drei entscheiden. Ich habe das jetzt gemacht. Alles klar. Ja, genau, alles klar. Dann danke für deine Zeit, Ralf, und bis morgen. Ciao. Tschüss.